Let's play some games, weil Zocken geil ist. Hallo und willkommen bei Couch Gaming Deluxe, The Noob and the Dude, wieder einmal, best out of seven. Aline, wieder hier an meiner Seite, die Pro-Gamerin aus dem Unterland, wieder an meiner Seite, die Heavy-Metal-Bruderschaft von Devil's Darling. Andi hier rechts, außerhalb, den man mal wieder nett sieht. Hey ho, du hast mir halt rausgeschnitten. Und Timo an der linken Seite. Und wir spielen jetzt eine Runde Super Mario Smash Bros. Melee auf dem GameCube. Haben uns jetzt schon ein bisschen aufgewärmt, damit wir wissen, A, Damage, B, Damage. Egal. Und jetzt, ich spiele Mario, du spielst Donkey Kong, Aline spielt Bowser und Andi spielt Captain Falcon. Wir suchen eine Random Stage raus. Soll ja auch hier fair bleiben. Wenn du hier drückst, mach Schaden, gell? Ja, das ist my Stage. Ups. Okay. Ja, scheiße. The princess is in another castle. Na? Wo am I? Oh, guck mal, die Blume kann voll Feuer machen. So, ich dachte, das war ich. Nee, bin ich. Pro Gaming Deluxe. Ja. Die macht ja auch Feuer. Ich habe alles unter Kontrolle, ich schaue jetzt mal zu. Jawohl. Ich weiß ganz genau, was ich hier mache. Und sieht gut aus, wo bin ich? Ach so. Eindeutiger Sieg für mich. Also von meiner Perspektive sah das viel besser aus. Ja, wir machen noch mal eins. Oh, 0 K.O.s. Vielleicht irgendwas mit einem Tripod nehmen, ob man... Vielleicht doch der Charakter wechseln. Muss ich den Charakter wechseln. Oh, das ist my stage. Ich hoffe, ich kontrolliere das Spiel hier und dann kriege ich das besser, ich meine. Alter, du bist so zu tun, als ich keine Ahnung, was ich hier mache. Ups, das funktioniert. Ja. Habt ihr das Rezept? Nein. Willst du mich voll in die Zange nehmen? Ja, jetzt habe ich den Zauberstab, der Harry Potter Deluxe. Stand, bam. Und hier. Das ist es.
weiter. Bei Street Fighter ist schon ganz anders aus. Ja, ja, ich hab's geschafft. Ey, der Andi macht da uns ja einen scheiß Felden. Punch. Jawohl. Also ich weiß nicht, wie die ganze Pro-Gamer sowas zocken. Also wenn das jetzt Konzig ist, dann weiß ich auch nicht. Du musst wahrscheinlich so schlecht spielen, wie es geht. Keine Ahnung. Wie das so. Oh, Taschen, du Armer. Das heißt hier, du Armer. Der Veganer rückt immer näher. Wie der Veganer rückt immer näher. Wir machen jetzt noch eins. Das war das beste Auto von. Hier wird auch nicht der Charakter durchgewechselt. Ende. Wäre vielleicht noch nicht schlecht. Schmeiß Stage. Ich habe ja extra Super Mario Bros. Smash Melee vorher nicht geübt. Gar nichts. Ich hab mal nachgeguckt, was die Moves groß oder die Kombinationen sind. Also ich weiß genauso viel wie ihr. Aber das finde ich so schlimm, ey, dass die Buttonmasher dann immer. Oh, nee, da hier. Ja, da, Ben. Jawohl. Ownage. Ich mach das auch mit Köpfchen, aber so bin ich halt schneller. Meiner Schicks. Oh. Ups. Irgendwie. Jawohl, okay. Zack, und Damage. Boom. Fall doch jetzt mal um. Ja. Hab das im Griff, ich hab das im Griff. Okay. Aline hat mich jetzt in der Runde besiegt. Aber noch nicht ist aller Tage Abend. Ja. Ich suche ein Spiel im nächsten raus, in dem ich der Meister bin. Das war jetzt zweimal Zufall hintereinander. Oder nicht? Kann nicht so schlecht sein. Naja, aber hier da eindeutig erster Platz. Okay, auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal ans Mitmachen bei Devil's Darling. Gern. Bei Couch Gaming Deluxe, The Noob and the Dude. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: Heggy gewinnt haushoch. Vielen Dank beim Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Ciao.